Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Opening. Dieses Paket kommt mal wieder vom lieben Kevin und was uns darin erwartet, ich bin gespannt, ihr auch, das sehen wir nach dem Intro. Metha? So, da wäre das gute Stück. Wir haben es endlich offen. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an dich, Kevin, dass du mir mal wieder ein so schönes Paket zugesendet hast. Wir stellen das Ganze mal so ein bisschen hier hin. Und dann, ich würde sagen, wir machen das so, wir nehmen uns immer so ein paar Karten raus und gucken uns die dann hier an. So, wir haben hier jetzt ein bisschen Moviepack-Stuff. Genau. Wir haben Sinclaw Stream, also das sind diese niederträchtigen Karten gewesen, die bei uns damals in diesem speziellen Moviepack zu haben waren. Ich glaube, alle in Secret Rare damals. Das hier ist jetzt, so wie es aussieht, die kommen aus dem 20th Anniversary Set. Dementsprechend müssten die auch in, ja, die sind hier, wie ihr seht, in diesem Parallel Super. Also es ist kein normales Super, sondern mit diesen parallelen Querstreifen, wie wir es auch aus Dusa kennen, mit drin. Nur, dass die tatsächlich noch über die ganze Karte gehen. Sehr schön, das ist der niederträchtige Paradoxdrache. Ich glaube, eine von drei Karten, die nicht an eine alte Karte angelehnt sind, sieht aber richtig fett aus, die Karte. Ja, der Drache ist halt richtig badass gezeichnet und sieht tatsächlich in Super Rare besser aus als in Secret Rare, da das Artwork da besser zur Geltung kommt. Dann haben wir das feierliche Urteil und wir haben, oh, das magische Tor, das kennen wir, und zwar aus Dual Power, das jetzt letztens rausgekommen ist. Sehr schön, sieht wirklich fett aus, ja, muss man einfach sagen. Oh, nein, oder? Leute, das ist eine Collector's Rare. Das ist eine fucking Collector's Rare. Oh mein Gott. Hemmung in Collector's Rare. Seht euch das an, Leute. Es ist so, das Softboxenlicht ist etwas weich. Das heißt, der Effekt kommt hier nicht ganz so zur Geltung. Ich erkläre es nochmal kurz. Collector's Rare ist so eine Art Ultimate Rare, nur noch ein bisschen aufgesplitteter. Man sieht es hier am Rand und auch hier kann man es vielleicht ein bisschen erkennen. Und wenn wirklich also Naturlicht drauf fällt oder härteres Licht, dann schillert das richtig regenbogenfarben. Ich werde vielleicht am Ende des Videos nochmal eine Aufnahme einblenden, wo ich unter einem anderen Licht diese Karte vielleicht abfotografiere oder filme. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Oh mein Gott, Hemmung in Collector's Rare. So. Das ist also wow. Wow, das geht ja schon mal gut los. Dann haben wir das nächste Highlight, könnte man schon fast sagen. Und zwar haben wir Sedge Stone, Dark Sedge, wollte ich schon fast sagen. Und zwar im unzensierten Artwork bei uns fehlt dieses Pentagramm und ebenfalls hier in Prismatic Secret Rare. Ja, mega nice. Die legen wir mal beiseite. Dann haben wir den goldenen Apparat. Den goldenen Apparat. Den goldenen Apparat. Den finsteren bewaffneten Drachen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen niederträchtigen Stuff offensichtlich. Der niederträchtige Blue Eyes. Einmal. Zweimal. Niederträchtiger Red Eyes. Nochmal das Tor. Und, oh, in Secret Rare. Den Namen weiß ich jetzt bedauerlicherweise nicht mehr. Aber das war auch eine Karte aus dem Movie Pack, die mir persönlich optisch jetzt nie wirklich so gefallen hat. Weder in Gold noch in Ultra. Aber in Secret Rare sieht sie halt richtig fett aus, ne? Dann Dark Horizon, auch in Secret Rare. Das sieht man jetzt in der Kamera wahrscheinlich nicht so gut wie mit dem bloßen Auge. Aber man erkennt zumindest hier hinter der Kamera das Artwork wesentlich besser als bei der Ultra und bei der Gold Rare. Warum auch immer, keine Ahnung. Ist übrigens eine der schönsten Karten aus dem ganzen Moviepack damals. Ist hier jetzt natürlich auch aus diesem 20th Anniversary Set. Das hat er sich wohl öfter rangeholt. Marsh Macron, ein würdiges Gegenstück zum Marshmallow. Sehr schön. Das durchsichtige Kuribo, oder wie heißt das? Transparente Kuribo. Also ähnlich, genau. Sehr schön, muss man schon sagen. Das war bei uns auch eine Promo, glaube ich. Aus WC5, keine Ahnung.
Okidoki, dann machen wir mal weiter. Puh. So, wir haben Moviepack-Kram. Ah, wie heißt die? Die Karte, das war, die ist bei uns, glaube ich, noch gar nicht draußen. Die heißt Dark Sacrifice, glaube ich, also finstere Opfergabe. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Ich glaube, das hier hinten, das dürfte von diesem Stahlschar, dieses Schattenwesen sein, das man häufiger auf Zauber und Fallen sieht und von dem ja auch ein Linkmonster rausgekommen ist. Oder war es Übelschar? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ein Ultra Rare, sehr schön. Also das sind tatsächlich OCG Exclusives, ja, die haben wir bei uns noch gar nicht. Und hier gleich mehrfach, finde ich mega nice. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Moviepack-Stuff. Ja, den neuen Gandora, ne? Ich fand ihn ja wirklich cool als Monster an sich. Im Anime sah er auch richtig fett aus, aber ich weiß nicht. Beim Artwork, bei der Position, die die Karte so hat, na, das hätten sie anders machen können. Da würde ein alternatives Artwork vielleicht mal nicht schaden von dem. Palladium Orakel Mahat, wo es ja jetzt auch das von Katsuki Takahashi gezeichnete Gegenstück gibt. Palladium Orakel Mana. Bei diesen Tinboxen, die übrigens angekündigt worden sind, falls ihr schon gehört habt, die im August rauskommen, diese Pharao-Tinboxen, da wurde auch angekündigt, dass 6 von Katsuki Takahashi gezeichnete Karten rauskommen. Und ich vermute, dass das die 6 sind, von denen ich noch letztens behauptet habe, dass sie wohl nicht rauskommen werden. Tritt in die Eier, sozusagen. Genau, das ist dieser zornige Geier, oder wie er heißt. Und Lunarlich Panther-Tänzerin aus Shining Victories. Sehr schön. Ich mag die Panther, die Lunarlich Fusionsmonster sowieso ganz gerne. Und bei diesem einen Duelist of Roses, oder wie das heißt, da waren ja auch neue mit drin, die ich halt einfach extrem abgefeiert habe. Und da geht es dann auch cool weiter, und zwar mit dem Drachengeist des Weißen, auch aus Shining Victories. Nein, Alter! Sheesh. Ich weiß mal, wir legen das jetzt hier mal zur Seite nicht mal. Alter. Das ist Emerald. Ebenfalls in Collector's Rare. Du bist ja irre, Alter. Wie geil ist das denn? Schade, dass das Licht hier zu weich ist. Ey, nee, Mann. Das ist einfach so dermaßen übertrieben fett. Ich glaube, von dem habe ich auch erst einen in Collector's Rare. Alter. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist. Ich liebe Collector's Rares, Leute. Ich liebe sie abgöttisch. Das ist eine meiner Lieblings-Rarities. Und diese Karten sind auch. Also hierzulande in Japan gehen viele davon nichts, ne? Sind wir mal ehrlich. Und auch wenn ich sie über meinen Händler beziehe, 2,50 € für einen Gagaga Cowboy, ja, ist nichts. Aber wenn man die hier in Deutschland normalerweise kauft, bei einem Händler, der einen gewissen Gewinn machen will, da zahlst du locker, also günstigstens 4 €. Da bist du auch gleich mal bei 10, ja, bei Gusto Emerald. Ich glaube, der Kevin hatte den auch auf seinem Kanal, warum sage ich mal Kanal, auf seinem eBay-Account für einen 10er oder so, ne? Was ein absolut moderater Preis ist, den kriegt man halt kaum günstiger hier, aber das ist einfach übertrieben fett. Das ist, wow. Legen wir auch mal raus. Puh. Okay. Sin World, also die scheinen hier englische Namen zu verwenden für die ganzen Niederträchtigen. Zumindest ist bei den Niederträchtigen zumindest immer das Sin vorne dran. Nice, Alter, ein Clearwing Synchro Dragon First aus dem Original Booster. Das hat auch was. Und die Condition, das ist ein Highlight für mich, ist tatsächlich, also Niemand ist excellent. Ey, das ist ja geil. Einfach mal eine Booster Secret. Und das ist nicht mal eine schlechte, ne? Die war ja damals relativ beliebt. Geiler Scheiß. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das ist Potato Delivery. Und zwar, da gibt es eine kleine Story zu. Es gibt in Japan jetzt diese Chips-Tüten. Ja, das sind einfach Chips-Tüten. Und an diesen Chips-Tüten hängt immer ein Booster. Und da kannst du eine Karte draus ziehen. Ja, und da sind halt drin so Sachen, ja, unterschiedliche Karten, die es halt schon gibt. Und zwar immer in Common oder in Millennium Rare. Ja, ist halt so ein kleiner Gag. Und als neue Karten gibt es diese Chips-Karten. Ja, diese Potato-Karten. Ich glaube, 4 oder 5 gibt es davon. Die kann man da auch ziehen. Und das ist eine davon. Das ist Potato Delivery oder wie sie heißt. Oder Chips Delivery. Irgendwie so. Ich sehe da schon wieder eine Collector's Rare spiegeln. What the fuck? Leute, schaut euch das mal an. Einfach mal eine Karte des Untergangs in Collector's Rare. Junge. Was ist denn los mit dir? Alter, das ist ja... Boah. Das ist sowas von sick, Leute. Wir haben schon 3 Collector's Rares.
3 fucking Collectors Rares. Ich weiß gar nicht, normales Danke reicht da doch schon gar nicht mehr. Das, also das ist jetzt schon die krasseste, das krasseste Paket, das er mir bisher geschickt hat. Wirklich. Das ist einfach unglaublich krass. Einfach nur krass. Ja, moin, Alter. Nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt hier... machen wir einfach weiter. Da geht's direkt weiter? Das sind 2 Karten hinter. Aura-Wahl und Aura-Delfin? Ich wusste gar nicht, dass es die in Collectors Rare gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt in dem Fall relativ günstige Collectors sind, aber... Alter! Ich dachte, die verkaufst du auf deinem eBay-Account, diese ganzen Collectors-Dinger. Das ist ja richtig krank. Ey. Das, also. Ne? Wenn du hier wärst, ich würde dich jetzt erdrücken, ohne Spaß, Mann. No homo, aber. Das ist. Alter. Schaut euch das mal an. Speziell durch diesen speziellen Holo-Effekt, den diese Collectors Rares haben, wirken diese Karten immer noch auf eine ganz spezielle Art und Weise sehr edel, ja. Du könntest die dickste Random-Karte in Collectors Rare drucken, es würde einfach aussehen, als wäre es die teuerste Karte auf Erden. Das ist sowas von nice, Leute. Echt, ohne Witz. Was ist denn das schon wieder für ein Staubkorn hier? Weg da. Junge, das ist... Das ist... Alter, habe ich Geburtstag? Ohne Witz. Puh. Machen wir mal weiter. Also, wir haben den silbernen Apparat. Ah, das ist auch eine OCG-exklusive Karte, die ich bisher... Also, die gibt es noch nicht in Deutschland. Die heißt... Ach Gott, wie hieß die denn nochmal? Stardust... Sternstopp-Druckbild heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Sternstopp-Druckbild. Kann sein, dass ich mich jetzt irre, aber ich glaube, sie heißt Sternstopp-Druckbild. Hier in Prismatic Secret. Ist bei uns, glaube ich, noch nicht draußen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die gibt es bei uns noch nicht. Mega nice. Einfach zu. Was habe ich da gerade gesehen? Alter, nee! Nee, oder? Das ist einfach mal... Fucking heroischer Herausforderer oder heroischer Champion Excalibur in Holographic Rare. Ey, Alter. Schaut euch das mal an. Ich kriege hier einfach eine Holographic Rare geschenkt. Das ist doch... Ey, Leute, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Das ist... Und wir sind gerade noch am Anfang. Ja, es geht gerade erst los. Holy shit. Holy shit, Leute. Ich würde jetzt gerne losbrüllen wie Simply Unlucky, aber ich hasse ja dieses Geschrei. Deswegen versuche ich mich halbwegs zu beherrschen, aber es fällt mir sichtlich schwer. Also es ist wirklich, es ist, wow. Die gibt es auch auf Deutsch in Ghost Rare, ne? Glaube zumindest. Ah, das ist sowas von geil. Auch dieser 3D-Effekt, das kommt bei der Karte so gut zur Geltung. Einfach mal rauslegen. So, machen wir mal weiter. Ich trau mich schon gar nicht mehr. Dann haben wir nochmal hier Dark Sacrifice in Prismatic Secret. Kubisches Dharma, oder wie die heißt, Cubic Dharma. Die finde ich halt von der Optik her recht cool. Ist auch eine OCG-exklusive Karte. Mag ich wirklich gerne. Dann haben wir Judgment Dragon of Heaven, heißt er, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob der bei uns in Deutschland rausgekommen ist, aber ich glaube schon, ne? Der ist doch bei uns auch draußen, oder? 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 Täusche ich mich da jetzt? Dann haben wir hier ein Ultra Rare. 2-mal. Dann die Satellitenkanone. In Prismatic Secret, auch cool. Aus G88, oder ist das GB8? Ich sehe es hier gerade durch die Kamera ein bisschen schlecht. Das Set sagt mir auf jeden Fall gar nichts, aber es sieht halt mega aus, ne? Dann, ja, die kennen wir natürlich aus dem Millennium Pack, genau. Jetzt haben wir ein bisschen Premium Pack Stuff. Duelist Pack Karte.
Vandalgion, ein Ultra Rare. Den gibt es bei uns, glaube ich, auch noch in Secret und in Super oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ob es den bei uns auch in Ultra gibt. Ich glaube, aus der Jump gibt es ihn in Ultra, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das hier, Photon Support, glaube ich, war das. Die gibt es bei uns aus PRC1, glaube ich, auch in Secret Rare. Und die war auch in letzter Zeit relativ teuer, wenn ich mich nicht täusche. Ging einiges. Den Namen weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Sieht aber auch cool aus. Ist, glaube ich, auch eine ältere Karte. Ja, gut. Na, das kennen wir ja. Auch hier Premium Pack Stuff. Das ist jetzt... Ah, die kommt auch aus diesen Chipstüten. Chipstüten-Stuff. Ja, nice. Da haben wir jetzt hier die Destiny oder wie die heißt. Diese Schicksalstafeln halt. Und das Coole ist halt, die sind hier unzensiert. Also wir haben hier nicht das Ouija-Board. Das haben nur die japanischen im Unzensierten. Finde ich halt cool hier. Good boy. Einfach mega fett. Ja, die Idee dahinter finde ich auch nice. Ah, da haben wir dann das E, das A, das T. Die haben hier, glaube ich, auch andere Buchstaben, oder? Kann das sein? Hier nochmal das H. Und dann haben wir die andere Potato-Karte. Die heißt Freier Geist oder irgendwie so Open Spirit oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber diese Potato-Karten, speziell die Monster-Karte davon, sieht halt ziemlich ikonisch aus. Ja, ziemlich strange. So ein bisschen könnte auch so eine ganz alte Tournament-Pack Super Rare oder Ultra Rare sein. So vom Look her. Versteht ihr, was ich meine? Also jetzt nicht die, sondern das Monster. Also das ist einfach... Damals ja, Potatoes and Chips heißt die. Ja, seht ihr das? Das sieht doch cool aus, oder? Ist doch voll ulkig. Ja, ich frage mich, ob die jemals bei uns rauskommt. Ja, irgendwie bestimmt irgendwann mal in so einem Nebenset oder so. Aber ich finde halt die Idee cool, so eine Chips-Tüte rauszubringen und dann hier so ein paar Karten zu releasen, die halt mit dem Lebensmittel, das verkauft wird, zu tun haben. Ne? Ja, hätten sie vielleicht auch mit dem Gemüse machen können. Finde ich cool. Dann der Dekodiersprecher, den haben wir jetzt ja auch entkommen. Der dunkle Magier. Die sind jetzt auch alle aus... Und hier haben wir jetzt die ersten Millennium Rares. Ebenfalls aus diesen Chips-Packs. Hier dieser Elemental Flammflügelmann. Der Gerümpel-Synchronisierer. Oder Gerümpel-Krieger war das, glaube ich. Irgendwie so. Der Turbo-Krieger. Die ist jetzt auch... die ist bei uns, glaube ich, erschienen im Duelist-Saga. Genau. Und ja, die war, glaube ich, auch recht neu dann noch bei uns. Da haben wir Effektverschleierin. Dann die Apfelmarkerin. Und das ist alles eben der jeweilige Effekt Super Rare mit diesen Parallelstreifen. Das ist halt richtig cool. Nochmal die Apfelmagierin. Das erinnert mich immer an diesen einen geilen Spruch von Kaiba in dem Film Dark Sides of Dimension. Du kämpfst gegen mich mit Obst. Das war so geil. Das ganze Kino hat gebrüllt vor Lachen, ja. Außer mein Vater, der hat gepennt. Der fand das so langweilig. Ich hab den ja damals extra ins Kino geschleppt, um die Chance auf die Goldkarte zu erhöhen. Nochmal das Apfelmagiermädchen. Das Kiwi-Magier-Mädchen. Nochmal das Kiwi-Magier-Mädchen. Ist übrigens mein Lieblings-Magier-Mädchen von denen. Und nochmal hier die niederträchtige Welt. Nochmal die Karte, deren Namen ich nicht kenne. Diesmal in Super Rare. Das Erdbeer-Magier-Mädchen. Den Elementarhelden, dessen Namen ich vergessen habe. Ist ja auch eine etwas neuere Fusion gewesen. Irgend so eine. Alter, was ist das denn? Das ist ja der Luminous Soldier. Den haben wir doch letztens im Tournament Pack 5 Opening hier gezogen. Müsst ihr mal gucken. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, geht auf Videos. Ich habe das schon in der Playlist, die ist aber noch nicht auf der Hauptseite zu sehen, einfach weil ich noch zu wenig Openings habe. Erst wenn ich 5 Stück habe, werde ich das als Playlist-Reihe unten hinmachen. Sehr cool. Das ist wohl eine relativ alte woher? Das frage ich mich. Die ist auch ein bisschen angeditzt am Rand. Ja, die ist gar nicht mehr ganz niemand. Aber sehr cool. Wirklich echt nice. Der Luminous Soldier aus JY. Bin ich schlecht? Ich kenne das Set nicht. Keine Ahnung, aber es sieht mega fett aus, ja. Auch ein Ultra Rare, wie aus dem Tournament Pack. Geile Sache. Geile Sache. Ja, so alte Karten im alten Layout. Das hat einfach was. Das ist einfach nice. Oh, guck mal, Daigusto. Welcher das jetzt ist, weiß ich nicht mehr, aber das ist eine Daigusto-Karte aus dem Dual-Terminal. DT-10, Super Rare mit dieser Shatterfoil-Folie oben drüber. Nice. Das ist geil. Dual-Terminals sehe ich echt gerne.
Ah, die Karte kenne ich auch. Das ist auch neuer Support für die Niederträchtigen. Und das ist die schönste niederträchtigen Karte, die es schlichtweg gibt. Und zwar ist das die niederträchtige Melodie. Seht euch mal, da, Leute, guckt euch mal, gebt euch mal einfach dieses Artwork, ja? Es ist dieses Farbspiel, ja, diese Idee dahinter, das, und dann auch noch, dass es eine Fallenkarte ist. Nichts hätte besser ausgesehen für das Artwork als eine Fallenkarte. Das ist einfach optimal. Optimal, richtig geil. Also das ist so eine Karte, wo ich sagen muss, wow. Dann, oh, Sin Territory, also niederträchtiges Territorium. In Prismatic Secret, ebenfalls aus der 20th Anniversary Box. Richtig geil, zu sehen darauf ist der niederträchtige Cyber-Enddrache. Ich glaube, das ist sogar das teuerste niederträchtige Monster. Oder war es der Blue Horse? Ich weiß es gar nicht. Und der Regenbogendrache. Sehr schön. Richtig geil. Wie viel hast du denn davon eigentlich aufgemacht? Das würde mich mal interessieren. Hier wieder ein bisschen Kubisch-Support, also das, was wir im Moviepack hatten, nur halt eben in Secret Rare. Oh, da haben wir niederträchtige Melodie nochmal in Secret. Die hole ich jetzt mal hier kurz raus. Einfach mal, um euch das zu zeigen. Holen wir mal näher ran. Das ist doch geil, oder? In Secret sieht es fast noch besser aus. Übertrieben. Da haben wir jetzt wieder die Super Parallels. Ja, dieser hier kubisches Mandala. Die Karten kennen wir ja alle aus dem Moviepack. Dann dieser verräterische Schwerterabklatsch. Ich weiß, die hätten sie auch irgendwie schöner designen können. Puh. Ey, wir sind noch lange nicht am Ende. Das wird ein langes Video, Leute. Ich traue mich gar nicht. Jetzt schaut mal hierher. Das ist doch krank, oder? Das ist jetzt eine ganz, ganz alte Kartenzerstörung. Und zwar aus so einer Beginnerbox, glaube ich. Ne? Habe ich schon mal ein Video zu gemacht. In der Folge Neuzugänge haben wir die mal vorgestellt. Richtig, richtig geil. Da haben wir sie gleich nochmal. Also direkt zweimal. Dann haben wir auch aus dem Originalbooster hier 309. Das ist das Originalset in Prismatic Secret Rare. Das Ende von Anubis. Oh, sehr schön. Das sind alles hier Originalkarten aus Original. Also das sind nicht aus Sondersets hier, die ich gerade habe, sondern das sind tatsächlich aus japanischen Originalboostern. Seelentausch haben wir. Oh, die haben wir sogar zweimal drin. Seelentausch ist übrigens auch aus dieser Beginners Box, wo eben auch diese Kartenzerstörung rauskam. Dann haben wir nochmal die Potato-Karte, allerdings in Millennium Rare. Das ist Heart of Spirits, glaube ich. Die sieht auch richtig, richtig Bombe aus. Ja, mega schön. Also gibt es, glaube ich, bei uns auch noch nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die ist sowas von geil, die Karte. Alter. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass diese Karten alle noch zu uns kommen. Hier haben wir es nochmal Potato and Chips. Die ist, glaube ich, auch noch nicht bei uns. Lächelnde Welt. Wir haben lächelndes Universum. Aber lächelnde Welt ist, soweit ich weiß, bei uns noch nicht erschienen. Auch mega cool. Oh, einfach mal ein MST aus Dark Beginning 1. Jawohl, was auch sonst. Mal das mal weg. Will ich einfach mal die Condition anschauen. Einfach mal random hier drin, so zwischen den OCG-Karten. Ja gut, sie ist nicht mehr Nirmint, ne? Ich würde sagen, sie ist vielleicht good bis lightly played. Aber hallo, es ist ein Dark Beginning MST. Das ist richtig nice. Die legen wir auch mal raus. Dann haben wir hier wieder ein paar niederträchtige. Ich mache hier kurz den Stapel so ein bisschen zur Seite. So, wieder niederträchtigen Karten, die wir schon kennen. Das sind die, die wir auch hatten. Niederträchtiger Antrieb. Das hier ist auch niederträchtigen Support. Die haben wir noch nicht. Das ist... Oh Gott, wie hieß die nochmal? Niederträchtiger... Irgendwas mit Antrieb. Das ist, hat was mit dem hier zu tun. Und der hat bei uns eben noch nicht drauf. Und wow! Schaut euch das mal an, Leute. Das ist doch mal wieder Highlight-würdig, oder? Wir haben hier das dunkle Magiermädchen. Und zwar aus dem Dual Terminal. Super Rare mit Shatterfoil-Folie drüber. Das ist richtig geil. Und auch in einer guten Condition. Einfach nur fett. Weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Legen wir mal hier oben hin. Dann kubischer Aufstieg. Genau, gibt es glaube ich auch noch nicht bei uns. Mit Ouija und dem kubischen Samen. Da gibt es übrigens in der ersten Generation gibt es in einer Folge eine Zeitrückblende, wo ein Monster auf einer Steintafel abgebildet ist, das sehr stark an Ouija'm, den kubischen Samen, erinnert. Wirklich sehr stark. Da habe ich immer noch den Screenshot gespeichert. Dann der silberne Apparat in Secret Rare. Hey, Secret passt super zu der Karte. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch beim goldenen super aussieht. Ist ja geil. Auch nice. Dann wieder ein paar niederträchtige.
Duzza, das kubische Gefäß. Die einzige Karte, die damals in der Gold-Variante des Moviepacks neu dazu kam. Einfach nur, damit es einen Grund gibt, die zu kaufen, so nach dem Motto. Dann haben wir in Prismatic Secret Rare den, wie heißt der, blauäugigen Zwillingsausbruchdrachen. Sehr schön. What the fuck? Nee, oder? Schon wieder eine Collector's Rare. Das ist törichtes Begräbnis. Erstmal unzensiert, der mit dem Kreuzgrabstein. Wir haben den da mit so einem ründlichen. Und dann auch noch in Collector's Rare. Das ist... Puh, ich darf nicht schreien, ich weck das ganze Haus auf. Das Ding kostet auch, wenn du es irgendwo kaufst, bei irgendeinem Händler, 8 Euro, 9 Euro, vielleicht auch 12, das ganz normale Preise. Ja, das ist der Wahnsinn. Da hast du aber echt tief ins Schmuckkästchen gegriffen, mein Freund. Also das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Ich weiß gar nicht, was ich dazu groß hatte. Also, jetzt hatte ich mich eben wieder beruhigt, ne? Ist das sick. Unglaublich. Ich denke, ich werde am Ende einfach hier von den Collectors Rares vielleicht ein oder zwei nehmen und da mal ein Foto von machen unter einem anderen Licht, unter einer anderen Belichtung, dass man da mal wirklich sehen kann, was hier eigentlich, wie geil das dann aussieht. Marshmacron in Prismatic Secret sieht auch fett aus. Nochmal der kubische Aufstieg. Ich bin einfach gerade richtig so, versteht ihr, kennt ihr das, wenn ihr unerwartet was bekommt, was euch richtig freut, dann seid ihr so richtig so zittrig in der Stimme und so, das ist so. Ich werde wahrscheinlich viel cutten müssen jetzt dann. Dann Digitalkäfer Nashornbus, Ritual Beast Ulti Gaia Pelio, Stellar Knight Zephra Tuban, kenne ich gar nicht. Und Nummer S39 Utopia Prime, zweimal. Galaxy AS Full Armor Photon Dragon, den haben wir jetzt auch in Dual Power Box als Reprint gekriegt. Powerful Rebirth, eine sehr schöne Holo. Und besessene dunkle Seele aus dem Speed-Duel-Display. Ja, da kam doch jetzt diese erste Booster-Erweiterung raus. Da gibt's auch, werde ich auch zwei Displays von aufmachen. Sehr schön, unvereinigte Magier. Ja, da mal wieder ein bisschen Moviepack-Stuff. Kristall-Avatar. Die Karte, mit der Kaiba Yugi gerettet hat in dem Film. Ein paar kubische. Ich weiß nicht. Die kubischen, sie sehen auf der einen Seite cool aus, auf der anderen Seite kann ich mich gar nicht damit anfreunden. Die haben da versucht, so ein Thema zu machen, das vom Stil her so ein bisschen weird wirkt. Vom Zeichenstil her, aber die haben es halt mal wieder verkackt, weil sie die Monster wieder zu klein gemacht haben. What? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Upstart Goblin in fucking Collector's Rare. Davon habe ich erst ein Exemplar, habe ich mir damals angetauscht. Heilige Scheiße. Wie geil ist das denn? Ich will kein Gemecker hören, dass ich mir die Karte zu lang anschaue. Ja, ich genieße das jetzt. Das ist unglaublich. Alter, das ist unglaublich. Stellt euch mal vor, die gäbe es in Collector's Rare auf Deutsch, was die wert wäre. Ne? Die wird ja, in Kamen geht die ja schon 3-4 Euro. In Ultra Rare, glaube ich, noch mehr, in 10er oder so. Ist es nur ein Schätzwert. Und in Collector's Rare, da würde die locker in 20 gehen oder so. Alter, ist das sick. Ist das sick, Alter. Heilige Scheiße. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Collectors Rares nur hier liegen. Das ist jetzt die siebte. Alter, wir haben gerade mal die Hälfte. Wir haben gerade mal die Hälfte, Jungs. Was kommt noch? Das ist doch... Alter! Mach mal einfach weiter. Puh. Also, Moviepack-Stuff. Ich habe wirklich, traue mich schon gar nicht mehr, die nächste Karte zur Seite zu tun, weil Herzinfarkt incoming, ja. Die kubischen, eine ganze Menge kubische. V-Jump, der kubische Samen, ist tatsächlich noch die schönste kubische Karte, muss ich sagen. Jetzt haben wir, hier haben wir jetzt wieder so ein bisschen, Speed-Duell-Kram aus dem neuen... Die kleben richtig. Was da passiert? Blockangriff. Bau. Ritterin der Königin. Da hinten klebt noch eine vereinte Magier. Magier vor allen Dingen. Vereinte Magier. Schlangenhaare. Das sind alles halt so Karten, die wir aus diesem Duel-Links kennen.
Schlangenhaare, ein seichtes Grab, ein Geschenk des weißen Elefanten, Visionsheld Vayan aus Dusa, da ist er herausgekommen, Cybersmagier, Sicherheitsdrache in Normal Parallel Rare, so kann man mit diesen Parallelstreifen drüber. Genau, und das hier ist jetzt normales Super Rare, naja, die kommt jetzt aus der Rarity Collection. War bei uns, glaube ich, eine dieser Dragon of Legends 2 Karten. Genau, machen wir mal hier weiter. Herr des Rots. Das ist jetzt so der hier in Super Rare, der Paladin des Schwarzen Drachen. Auch eine schöne Idee gewesen. Ah, das ist jetzt hier, das haben wir schon mal gehabt. Solche Karten hat er mir schon mal mitgeschickt in einem anderen, in einer anderen Spendensammlung. Das sind teilweise richtig teure Karten bei uns, die sind ja einfach in Rare gedruckt, wie zum Beispiel Thun Königreich, ne? Einfach Rare. Das ist, weiß nicht, voll witzig eigentlich, wenn man es bedenkt. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Thun-Karte. Leider Gottes ist sie bei uns so billig geprintet, dass sie halt so leicht kaputt geht. Schade eigentlich. Hier Comic-Hand ging bei uns, glaube ich, letztens noch 5 Euro. Hier Kopierkatze, einfach mal kommen, warum auch nicht, ne? Alter, sehe ich richtig, das ist der Sternschnuppendrache und zwar in Extra Secret Rare, Leute. Ja, Extra Secret Rare, bitte nicht verwechseln mit diesem ekelhaften Platinum Secret Rare. Nein, nein, Extra Secret Rare ist schon ein bisschen an das Platinum angelehnt, aber es ist wesentlich heller, schillert schöner und ist dennoch nicht so aufdringlich wie dieses Platinum Secret. Das Platinum Secret geht ja tatsächlich über die ganze Karte, also auch über das ganze Layout. Und das hier geht halt wirklich nur über das Monster, über den Kartenrahmen und über den ganz äußeren Kartenrahmen, sowie über die Attribute und über die Sterne. Das ist einfach richtig geil. Das ist definitiv ein Highlight, Leute. Das legen wir raus. Machen wir mal weiter. Genau, jetzt geht's wieder weiter mit so ein bisschen Dragons of Legends Stuff. Wahrsageprinzessin Aqua Schauspieler kann kein Mensch mehr sehen. Das sind einfach so Karten. Da habe ich mir echt gedacht, was haben die sich dabei gedacht, ne, als sie die designt haben. Wobei ich mich mit einigen mittlerweile ganz gut anfreunden kann. Gibt mittlerweile. Es ist irgendwie bei mir, braucht es immer eine Zeit, bis ich mich. Aber mit solchen hier, ne, kann ich mich einfach nicht anfreunden. Was hat sich Konami denn dabei gedacht? Ich weiß nicht. Genau, da haben wir dann diese Ritter von Timaeus und wie sie alle heißen. Und hier Bogen der Göttin. Hier haben wir nochmal Sin Territorian Prismatic Secret. Sehr schön. Ein Lichtblick. Klaue von Hermos. In Super Ready gibt es bei uns ja nicht in Super. Nur Ultra Secret. Gibt es übrigens auch in Collectors Rare. Sieht auch nice aus. Und die sind tatsächlich relativ günstig mit 4 Euro. Hier einfach mal Virusdrache, ne, in Rare. Spiegelkraftdrache in Rare. Das halt einfach brutal, ne? Und dann einfach, ups, so ganz random hier Lunalicht, blaue Katze aus Shining Victories. Warum auch nicht? Jetzt haben wir hier wieder ein paar Speed-Duel-Karten. Schild und Schwert. Zweimal sogar. Spielt auch heute Harpchen. Nehmen wir jetzt offensichtlich wieder ein paar Speed-Duel-Commons. Wieder ein bisschen Moviepack-Rahmen. Super Polymerisation. Oh, sogar als Playset. Super Polymerisation geht bei uns einiges. In Japan wahrscheinlich nicht. Nochmal dieses magische Tor. Der himmelsblauäugige Drache. Zweimal. Das kubische Bossmonster. Dann, auch als Playset. Der blauäugige Zwillingsausbruchdrache. Kubisches Mandala in Secret, auch cool. Dann, hier sind wieder 2 Karten drin. Zweimal der Blue Eyes aus der Legendary Collection Kaiba. Das ist nice. Das gefällt mir sehr gut. Goldener Apparat in Gold Rare. Silberner Apparat in Gold Rare. Und schon wieder eine Collectors Rare, Leute. Alter. Das ist jetzt die wievielte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die 8. Leute, das ist die 8. fucking Collectors Rare. Das sind jetzt hier locker. Je nachdem, wo man kauft. Hier 50 Euro. Oder wenn ich es bei meinem Händler kaufe, vielleicht 20. Aber... Alter, das ist wie... Hä? Junge! Marco Kosmos einfach mal in Collectors Rare. Das ist doch mal mega fett, oder? Du hast doch bestimmt irgendwas aus deinem eBay-Account dafür rausgehauen. Oder? Die waren doch alle... Ich habe mich doch umgeguckt. Die waren doch alle irgendwie auf deinem eBay-Account. Vielen Dank, Alter. Ohne Witz. Ohne Witz. Normales Danke reicht da eigentlich schon gar nicht mehr, ne?
Cobra, was hier liegt, allein an Highlights, ne? Und ihr könnt euch vorstellen, weil auch der ganze andere Kram, der hilft unglaublich weiter, ja? Das ist einfach brutal. Auch wenn ich mal so an die letzten Sendungen denke, die er mir hat zukommen lassen, da hat er mir einige Karten, das waren hier an sich nur Normal Parallel Rares, ne? Aber er hat sie mir halt gleich 9 Mal mitgeschickt pro Dings, ne? Oder auch noch öfter. Und da ist mein Bestand dann gleich gedeckt. Die muss ich mir nie wieder extra kaufen. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, diese ganzen Karten, ja, hier zum Beispiel, der hier oder so, hier in diesem Parallel, die müsste ich mir alle extra bei meinem Händler bestellen, alle 9 Mal. Muss ich dann in dem Fall nicht mehr machen. Also natürlich schon ein paar, weil es jetzt nicht 9 sind, die man mitgeschickt hat, aber halt weniger als sonst. Und das ist halt einfach Instant Fusion. Und das ist halt einfach unglaublich krass, muss ich sagen. Unglaublich krass. Also, wie mir das jedes Mal weiterhilft, wenn er mir das schickt. Das ist auch schon die 4. oder 5. Sendung. Ich habe übrigens, bin gerade so ein bisschen am Ändern von meinem Kanal. Ich werde diese ganzen Spendensammlungen in eine extra Playlist packen mit einem leicht abgeänderten Thumbnail. Die ersten 5 oder 6 Videos sind schon drin. Es sind aber weitaus mehr. Da kommen die anderen Folgen noch. Auch dieses hier wird jetzt schon in dieser Playlist hochgeladen. Dann nochmal diese Potato-Karte, auch cool. Moon Mirror. Das ist halt richtig, richtig sick. Und jede Karte schon eingehüllt. Na, das heißt, ich kriege nicht nur Stuff, der mir unglaublich weiterhilft, sondern er spart mir halt auch noch die ganze Arbeit. Er hüllt die wirklich jede Karte ein. Und das ist, da steckt auch immer richtig Mühe dahinter. Ja? Er packt sie normalerweise auch hier immer in extra Booster, die er manchmal beschriftet oder meistens beschriftet, manchmal auch nicht. Und oh, Harpy Harpist. Sehr schön. 2 Mal aus Cross. Das ist eine schöne Super. Ich glaube, die waren nicht mal garantiert damals. Ne? Das war noch zu einer Zeit, wo es nicht garantierte Holos waren. Da war eine Super Rare noch eine Super Rare. Und schickt mir das dann zu. Das ist einfach, also bitte hier in den Kommis ganz viel Liebe an den lieben Kevin. Ja, das ist nicht selbstverständlich, überhaupt nicht. Das ist, also irgendwann fühle ich mich genötigt, mich da zu revanchieren, weil das ist dermaßen schön, dermaßen cool und dermaßen hilfreich. Und auch selbstlos irgendwo, ja. Das gibt's nicht alle Tage. Gibt's einfach nicht alle Tage. Ne? Die meisten Leute versuchen hier aus allem, was sie haben, den letzten Pfennig rauszupressen an Geld. Und er schickt mir das einfach, weil er das Projekt unterstützen möchte und das Ganze cool findet. Und da bin ich unglaublich dankbar. Ja. Ich bin nicht besonders talentiert daran, wenn es darum geht, irgendwie Dankbarkeit auszudrücken oder das zu zeigen, aber sie ist auf jeden Fall da. Und irgendwann, wenn das Ganze steht, du brauchst dich nur bei mir melden, ja, kriegst alles gratis. Mir egal. Das ist richtig nice. Ich meine, wisst ihr, es ist ja schon krass, wenn man einmal von jemandem was bekommt. Na, aber der macht das ja regelmäßig. Ja, der schickt mir hier ja, das ist das 5. Oh, schaut euch das mal an. Amazonische Kettenmeisterin, oder wie sie heißt. Auch aus oh Gott, WJ. 02. Waren das nicht diese Limited Editions Joey Pack und wie sie hießen? Da hatten wir doch letztens auch eine mit diesem WJ. Oder war das Jump? Es gibt ja auch die japanischen. Ich glaube eher, dass das aus der japanischen V-Jump ist. Eine der ersten, ne? Könnte mich aber auch täuschen, muss ich mal nachgucken. Aber das ist für mich auch ein Highlight. Die legen wir mal raus. Und die Souvenir-Mint. Einmal was zu bekommen, ist ja schon krass, ne? Aber wenn sich das dann ständig wiederholt und immer wieder was kommt und immer wieder, ja? Und alles, worum er mal bittet, ist vielleicht, dass man seinen eBay-Account verlinkt oder so. Das ist, das ist einfach unglaublich. Ja. Ich meine, ich habe auch schon Dinge verschenkt, klar. Ja, wenn sich einer mal was nicht leisten konnte oder so, mich hat es übrig. Aber nie in solchen Massen. Ja, das ist halt einfach krass. Das ist halt einfach unglaublich krass. Also. Infernoid Deviati. Auch eine Booster Holos Cross. Auch cool. Und zu guter Letzt. Die Melodie des erwachenden Drachen. Ich bin platt, Leute. Ich bin richtig, richtig platt. Wir haben 8 Collectors Rares, wir haben eine Holographic Rare. Wir haben so viele coole andere Karten. Secret Rares, die noch OCG-exklusiv sind. Dual Terminal Karten, sogar eine Secret aus dem Original Booster, also kein Reprint oder so. Ja, eine extra Secret Rare, das ist eine ganz alte Jump Karte, ja, auch dieser Luminous Ritter. Das ist sowas von sick, Leute, das ist richtig hart. Ich bin
dermaßen platt, das muss ich jetzt erstmal sortieren und verarbeiten. Und wisst ihr, ich habe jetzt ja schon mit vielleicht Karten hier wie ihm hier gerechnet, aber niemals damit. Oder auch diese Potato-Karten finde ich auch hervorragend, spitze, geil. Ja, Freude ist pur. Aber wirklich, ich bin erstmal platt. Naja, wie auch immer, bevor ich euch jetzt hier weiter zustamme, wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Opening. Und bis dahin, macht's gut, schaut in die Videobeschreibung, wenn ihr OCG-Karten sucht, guckt euch beim Umhert schöne Karten zu moderaten Preisen. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.